Hi, schön, dass du eingeschaltet hast zu diesem YouTube-Video. In diesem Video möchte ich dir ein paar Ideen geben, was du üben kannst oder wie du wieder reinkommen kannst, wenn du lange nicht mehr geübt hast. Also quasi jetzt, wenn du Sommerpause gemacht hast, viel im Urlaub warst und deine Kleinette nicht mitnehmen konntest, wie du dann wieder einen richtig guten Einstieg findest, um wieder voller Freude und Lust mit dem Instrument durchzustarten. Mein Name ist Jessica Zehnpfennig, ich bin Klarinettenlehrerin und unterrichte in Form von Online-Kursen Klarinette und zeige dir, wie du dein Handwerk Klarinette so gut beherrschen kannst, dass du erstens jede Herausforderung meistern kannst, Stücke mit Leichtigkeit lernen kannst und auch musikalisch und ausdrucksstark selbst virtuose Stellen gestalten kannst. Das ist mein Ziel für dich. Wenn du darüber mehr wissen willst, schau einfach in der Infobox. Dort kannst du alle Infos finden, rund um, wie du mit mir zusammenkommen kannst. So, lass uns loslegen. Also, wenn du aus der Sommerpause kommst, ist als allererstes mal das Ziel, dass du erstens wieder in Kontakt mit deinem schönen, wunderschönen Instrument kommst und wieder in das Spielgefühl kommst, wie du das vor dem Urlaub hattest. Dann geht es darum, dass du wieder Ausdauer gewinnst, dass zum Beispiel dein Ansatz, also die ganzen Muskeln, die du brauchst, wie Ansatz, Atemmuskulatur und so weiter, wieder in Form kommen, wieder fit werden. Du kannst es dir vorstellen wie beim Sport. Wenn du jetzt eine lange Zeit nicht trainiert hast, dann fängst du auch nicht gleich an, mit voller Karacho alles zu machen, was du vorher gemacht hast, sondern du gewöhnst dich erstmal langsam wieder an die Muskelaktivität. Und da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass du weißt, was ist denn das Wichtigste und worauf kommt es an. Eine Pause, die du gemacht hast, ist danach, wenn du wieder einsteigst, ist perfekter Zeitpunkt, um dir gute Gewohnheiten anzugewöhnen und schlechte Gewohnheiten auszumerzen. Deswegen achte gerade, wenn du wieder neu anfängst, darauf, dass du richtig gut auf deine Grundlagen achtest, auf deine Basics. So, was würde ich denn jetzt auf jeden Fall üben? Als allererstes natürlich die Basics, die grundlegenden Basics. Ich würde jetzt nicht anfangen mit, ich möchte so schnell wie möglich Staccato und so schnell wie möglich meine Finger bewegen können, sondern ich würde dann die Basics wie zulassende Atem, ja, dass ich meinen Atem, wenn ich einatme, zulasse und nicht die Luft reinziehe oder meine Muskeln alle anspanne und versuche dann zu atmen, sondern ich lasse den Atem zu, ich öffne meinen Bauch, ich öffne ein bisschen mein Becken und ich lasse den Atem bis reinfließen und ich lasse zu, dass der Atem zu mir kommen kann und ich ihn nicht erzwinge. Ich öffne mich einfach. Das ist sozusagen ein wichtiges Element, was sehr wichtig ist. Dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du ein bisschen darauf achtest, so die Basic-Grundlagen, wie zum Beispiel, ist meine Handposition gut? Wie steht es um die Treffsicherheit der Töne? Wie fühlen sich die Klappen nochmal an? Und so weiter, dass du wieder in einen guten Kontakt mit deinem Instrument und mit deinen Fingern kommst. Dann ist es natürlich wichtig, dass du auf den Ansatz achtest, wenn du übst, dass du dann darauf achtest, dass dein Ansatz halt eben nicht den Ton blockiert, weil du jetzt immer mit dem Kiefer arbeitest. Das machen nämlich viele. Das ist ein Fehler, der häufig passiert, dass über den Kiefer gearbeitet wird, weil nicht bekannt ist, wie die Zusammenhänge in der Ringmuskulatur sind und wie zum Beispiel, wenn du jetzt die Oberlippe nach unten schließt, dass das dann auch einen Einfluss hat auf den Rest des Ansatzes und du dir damit den Ansatz erleichtern kannst. Viele lernen ja sozusagen, sie müssen lächeln, um dann hier die Lippe zu spannen, weil der Fokus sehr stark auf der Lippe ist. Aber das ist kontraproduktiv, weil wenn du lächeln spielst, dann ist die Gefahr größer, dass du dann mehr mit dem Kiefer den Ansatz, also das Blatt an dein Mundstück drückst. Und wir wollen nicht das Blatt an das Mundstück drücken, sondern höchstens von der Seite formen. Dann ist ein wichtiger Aspekt auch der Kontakt zum Becken. Viele sind, wenn sie im Urlaub waren und wieder anfangen, sehr stark hier oben und kontrollieren zum Beispiel Luftmenge und so weiter, entweder mit dem Ansatz oder mit der Kehle und atmen vielleicht nicht so tief, wie sie es normalerweise machen, weil die Gewohnheiten wieder so ein bisschen flöten gegangen sind oder vielleicht hattest du ja auch schon schlechte Gewohnheiten dir angewöhnt.
sondern achte darauf, dass du wirklich den Kontakt beim Spielen als auch beim Atmen zum Becken suchst und wirklich in dein Becken atmest und den Kontakt, wenn du erfühlst, als eine Säule, die von deinem Becken ausgeht. Dann ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass du dich mit Stütze und Luftführung so richtig gut beschäftigst. Gerade in der Anfangszeit ist das perfekt, um wieder einzusteigen, weil durch das Kontrollieren der Luft und das Spielen mit der Luft und der Luft eine Richtung geben, kriegst du es hin, dass der Ton sehr schnell wieder an Form gewinnt, dass dein Ansatz wird entlastet dadurch natürlich, wenn du die Luft führst. Wenn du nichts machst mit der Luft, dann muss dein Ansatz mehr arbeiten und wir wollen möglichst viel mit der Luft arbeiten und möglichst wenig mit dem Ansatz. Und hier kann ich dir empfehlen, meine Luftführungs-Challenge zu machen, also meine 28-Tages-Challenge zum Thema Luftführung, weil dort kriegst du Step-by-Step gezeigt, wie du die Luft führen kannst, anhand von Grundlagenübungen und ganz, ganz viele Stückbeispiele in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, also von Anfänger bis Fortgeschrittene, für jeden ist was dabei. Nicht für ganz Neulinge, also wenn du jetzt gerade das erste Mal die Kleinette in der Hand gehabt hast und noch mit Notenlernen beschäftigt bist, dann ist die Challenge nichts für dich. Genau, und also wenn du dazu mehr Infos haben möchtest, guck einfach in der Infobox, dort findest du alles, was du brauchst. Genau, ansonsten gebe ich dir jetzt schon mal den Tipp, mach Dynamikübungen. Leiser werden, lauter werden, schnell leise werden und schnell laut werden. Das sind alles Übungen, also Dynamikübungen sind fantastisch, weil du trainierst deinen Ansatz, du trainierst deinen Körper, deine Atemmuskulatur, du trainierst die Luft zu kontrollieren und du trainierst auch die Ausdauer. Du kannst das an einzelnen Tönen machen. Wenn du dich wirklich nur auf die Luft konzentrieren willst, dann empfehle ich das an einzelnen Tönen zu machen. Und wenn du aber auch die Finger mit integrieren willst, dann mache das auch an Tonleitern, Tonübungen, Fingerübungen. Du kannst auch Fingerübungen nehmen und dann anhand der Fingerübung zum Beispiel 4 Schläge laut werden, 4 Schläge leise werden, ne? Achte da halt wirklich drauf, dass der Ton erstens rauschfrei ist, dass du die Luftmenge nicht mit dem Ansatz kontrollierst. Zwinge dich, dass du das wirklich aus dem Körper machst. Und da gilt es, dass du A, deine Kehle beobachtest, fließt die Luft immer frei, und B, beobachtest, dass dein Ansatz immer schön offen ist und in der richtigen Form ist, ne? Und das Blättchen nicht blockiert und du wirklich die Dynamik aus dem Körper heraus machst und nicht mit dem Ansatz. Weil das würde zu Intonationsproblemen führen und irgendwann kannst du auch die Luft nicht mehr kontrollieren. Du wirst die Obertöne abquetschen, der Ton klingt nicht mehr frei und. Deswegen mache das bitte aus dem Körper. Ja, und hier kannst du auch super gut spüren, wie es sich anfühlt, den Ton zu halten. Weil wenn du zum Beispiel leiser wirst und die Luftmenge weniger wird, musst du trotzdem die Spannung im Körper aufrechterhalten, dass der Ton nicht rauscht, wenn du leiser wirst. Natürlich darf das Blatt nicht viel zu schwer sein, weil dann kriegst du das Rauschen nicht weg. Und das Blatt muss auch gut angefeuchtet sein, damit die Übung gut funktioniert. Allerdings kannst du hier den Rauschanteil als Indiz dafür nehmen. Und ja, und auch wenn die Klangfarbe sich ändert, dann bist du auch eher auf einem nicht so guten Weg. Also die Klangfarbe soll ähnlich bleiben und es soll nicht rauschen, wenn du leiser wirst. Und dann wirst du sehr schnell spüren, wie es sich anfühlt, vorausgesetzt du machst es nicht mit dem Ansatz, wie es sich anfühlt, wenn aus deinem Körper dieser Halt da ist. Und das ist quasi die Stütze. Ja, dann natürlich machen wir nicht nur Grundlagenübungen und sowas, sondern wir wollen auch Musik machen. Und hier empfehle ich dir, wenn du gerade wieder anfängst, dass du wirklich leichte Stücke dir raussuchst, wo du nicht so viel mit dem Notentext Probleme hast oder sowas, sondern dich wirklich auf deine Wahrnehmung konzentrieren kannst, dass du deine Atmung wahrnehmen kannst, dass du deine Finger wahrnehmen kannst, dass du spüren kannst, bin ich im Kontakt mit den Noten, dass du schon so ein bisschen musikalisch gestalten kannst, um schnell in das freie Spiel wieder reinzukommen und mit Spaß auch
quasi wieder reinkommst. Ja, fang nicht direkt an mit Stücken, die du vor deinem Urlaub geübt hast, sondern ein bisschen eine Stufe leichter. Ja, und ja, das waren so ein bisschen die Tipps, ein paar Tipps zum Thema, was du üben kannst nach der Sommerpause, wenn du entweder Hilfe beim Einstieg brauchst. Wie gesagt, die Challenge ist sehr hilfreich. Und wenn du generell wissen willst, worauf du achten kannst, um mit mehr Leichtigkeit zu spielen, um musikalisch und ausdrucksstark zu spielen, um bestimmte Sachen zu trainieren, damit du deine Lieblingsstücke spielen kannst und all diese technischen Herausforderungen auf der Klarinette zu meistern, dann lass dir gerne von mir helfen. In der Beschreibungsbox findest du einen Link und dort kannst du dich für eine Probestunde bei mir eintragen. Dort können wir dann einmal erstmal gucken, was ist dein Ist-Zustand, wo stehst du? Dann gucken wir, wo möchtest du hin, was sind deine persönlichen Ziele, weil ich möchte dich natürlich auf deinen persönlichen Zielen begleiten. Was brauchst du? Möchtest du das eher als Ergänzung zu deinem laufenden Unterricht oder möchtest du die Begleitung eher oder meinen Kurs eher um wirklich deine Ziele zu erreichen und hast noch keine Begleitung und brauchst noch jemanden? Und was möchtest du langfristig gesehen, was möchtest du kurzfristig gesehen erreichen? Und dann spielst du mir natürlich auch vor, das gehört sich so in der Probestunde, und dort werde ich dir dann schon erste Tipps geben und du wirst ja schon einen Leitfaden von mir bekommen. Ich werde dir genau sagen, das und das sind jetzt erstmal die Steps, auf die du dich fokussieren kannst, damit du deine Ziele erreichen kannst. Und natürlich schauen wir dann auch, ob wir zusammenpassen und ob eine Begleitung durch mich in Frage kommt und ob ich dir helfen kann. Ja, und Anfänger wie auch Fortgeschrittene sind natürlich bei mir herzlich willkommen. Ich habe für jeden einen coolen Kurs kreiert, der dazu passt. Alle Infos in der Infobox und auf meiner Website. Bis dahin, ich wünsche dir einen schönen Tag, viel Spaß beim Üben und viel Spaß beim Wiederreinkommen nach der Sommerpause.